Ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, wie wir da zu Krypta kommen, schreibt das mal rein. So. Der Adler ist da hinten. Achso, wir müssen ja hier rumlaufen. Na doch. Da war noch Holz, ne, oder? Was gab's hier zum Mopsen? Hab doch gerade was gesehen. Ach hier, Holz. Genau. Ne, wir müssen da rein. Ja. Was guckst du denn immer? Wen guckst du an? Den Buben? Ich denk mal, ne? So. Okay, na jetzt. Gut, wir gehen jetzt mal rein da. So. Der Typ sitzt immer noch da. Jonah hatten wir ja auch irgendwann mal hier verloren, ne? Genau, wir waren ja noch nicht einmal hier drin, außer das Wandgemälde hatten wir gesehen. So. Aufi Schnaufi zur Hauptmission. Hey! Sie will nicht laufen. Ach komm, schau mal her. Gut. Nun geht's mal weiter. Wir haben soweit alles im Dorf abgescheckt, außer die Krypta, die wo wir nicht hinkommen. Ha. Oh, jetzt fängt's an zu laufen. Und ich denke mal, jetzt, wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht wieder zurück. Außer über Schnellreise. Oh mein Gott. Da ist das Hauptziel. Was gibt's da unten? Eine Kiste noch? Ey, nein. Ich versuch's immer wieder mit der... mit dem Kopfsprung. Ich weiß, das kann sie. Mal gucken, gibt's hier noch was unten? Oh, da, Golderz. Natürlich mitnehmen. Und komm. So. Sonst noch weiter hier? Nö. Da ist bloß das Hauptziel. Und was das mit dem Adler auf sich hat? Laut Karte sind wir jetzt nicht mehr in dem Gebiet. Naja, gut. Machen wir dann später. Warte mal, dann nehmen wir den mal raus. Da können wir keinen Wegpunkt setzen. Warte mal. Aber wir können ihn rausnehmen, den Wegpunkt, ne? Wenn wir den jetzt wieder da anvisieren hier. Oh, komm her hier. Zack, weg ist er. So. Außenposten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Aha. Tut mir leid, Sir. Wie kommt der Trinity auf den Fersen? Alles klar. Gucken hier, ob noch was zum Einsammeln ist. Genau da. Noch was? Nee. Kraut, auch Kraut, brauchen wir es mal nicht. Okay, so. Jetzt geht ja die Story-Mission weiter. Okay, sie will die durchtauchen, oder was? Na dann komm, dann mach.
Ups! Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Oh, oh. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Alter! Wie sollen wir die denn erledigen? Vater Lebenden, an den Trinity-Truppen vorbeikommen? Haben wir denn irgendwo, wo wir uns verstecken können? Ja, ist voll. Alles klar. Können wir ihn ins Wasser ziehen? Mal schauen. Piranha... Oh! Drohnen gestartet. Ah! Lautlos kill. Habt ihr das gesehen? Cool. Hm. Müssen wir mal einen nach dem anderen reinholen ins Wasser? Ein paar Minuten nicht zurück. Mal gucken. Okay, der ist da. Kommt der noch dichter ran, der andere? Oh, 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 oh. Irgendwas stimmt nicht. Ha, der kommt nicht dichter. Hat er uns gesehen? Er ist aufmerksam geworden. Wir müssen ihn irgendwie ins Wasser ziehen. Ist nur die Frage, dass er... Okay. Aber so lange Luft anhalten können wir auch nicht. Oh. Puh, das war mal knapping. Macht das Ding. Okay. Ich schwimme mal hier hin. Braucht Luft. Runter. Zack. Oh, das funktioniert ja wunderbar. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn sie uns erwischen. Zack. Haha. Haha. Oh, das knirscht so schön, ne? So, mal gucken. Da ist noch eine. Zack. Cool. So viele Leichen. Noch irgendwo eine? Scheint nicht so. War hier unten nicht noch irgendwas gewesen? Nee, war bloß Kraut, ne? Ja, nur Kraut. Kraut, Kraut, Kraut. Ich glaube, jetzt haben wir das. Könnte auch noch einer sein, ne, oder? Oder sind sie jetzt alle hergelaufen? Okay, scheint keiner weiter zu sein. Da oben ist noch was zum Einsammeln. Okay. Wir haben erstmal Pfeil und Bogen in der Tasche. Schauen uns mal kurz um. Oh. Hier. Endzeit. Manifest von Trinity. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Das werden wir tun.
So, da sind Federn. Aber da sind noch Ressourcen hier. Öl. Immer schön einsammeln alles. Mal gucken hier. Ah, da gibt es noch mal einen Baum. Ah, Bäumle. Zack. Alles voll, gut. Hahaha, das haben wir aber gut hingekriegt hier mit den Unterwasserkills. Sarah, bist du okay? Oh, Jonah. Hier ist eine Trinity-Basis. Ich melde mich wieder, Lara. Bloß keinen Blödsinn. Ja, jetzt muss er erklären, warum das Wandgemälde eingeschlagen haben. So, Pfad der Lebenden. Das Porvenue-Camp infiltrieren. Karte aktualisiert. Ah, guck, guck, guck. Da ist nochmal ein Dokument. Das werden wir uns mal markieren. Gibt es hier noch was zum Einsammeln? Anlage, das ist gut. Also von hier aus könnten wir wieder zurückspringen. Infiltrieren. Oh ja, das liebe ich doch. Was ist das? Crofts Bericht. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, von Trinity, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Och, würde ich nicht sagen. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Aha. Na, was für ein Bericht. Da liegen sie ja so gut wie fast falsch, ne? Also komplett falsch. Bei einigen Sachen haben sie vielleicht recht, aber nicht bei allem. So. Alles klar. Wir wollen uns immer noch weiter durchschmuggeln. Da war das Dokument, da ist auch noch was. Holz, alles klar. Oh Mann. Gucken, 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 da ist noch eine Kiste. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Wo ist er denn? Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Besoldung. Da ist noch ein Dokument gewesen, genau. Da ist auch noch eine Kiste. Sind die dahinter? Kann das sein? Denke ich mal, ne? Zack, okay, Medizin ist voll. Muss man noch mal gucken, wie Medizin war. Ach hier, okay. Warte mal, was war denn mit Y? Ach, da war ja bloß immer dieses komische Sinne, ne? So, wir können uns, glaube ich, hier erstmal umschauen. Ohne dass was passiert. Städte gesäubert. Ein Bericht über eine andere Suchgebiet von Trinity. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni, Huyana. Dr. Dominguez. 51658-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses. Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter. Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Ha, siehste. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Ja, ja, Desinformation. Ist das heute auch schon so?
Wegen Klimawandel und? Wer weiß? Was ist das hier? Ach, mit Schlamm. Ah. Cool. Sie kann sich mit Schlamm. Stimmt, da war ja was. Irgendwas war ja mal so gewesen. Da müssen wir rein. Was ist hier? Gleich gehen unsere Sinne verloren. So, da müssen wir hin. Alles klar. So, wir schauen nochmal auf die Karte. Haben wir hier alles eingesackt? Joop. Eieiei, das wird interessant. Kann sein, dass wir jetzt hier so büm, 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 à peu hier um die Ecke gehen. Und dann... ja, lass uns überraschen. Ich weiß nicht, ob wir da allein hinkommen. Ei, sie geht durch. Oh. Oh, 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 oh. Parvenir, hier ist Commander Rogue. Ist die Alter. Abweichung erfolgt? Leise, Lara. Es ist fast geschafft. Kann sich hier verstecken? Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Okay. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Alter, darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Haben wir einen Hinweis, was passiert ist, bevor der Kontakt abgebrochen ist? Der war gut. Feinde sie... Ach, wir sehen jetzt hier, wo wir lang schleichen können. Genau, genau. Da könnten wir lang. Oder wir könnten auch von da nach da. Bloß dann müssen wir erstmal die Feinde finden, ne? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Wurde er eben auch gerade angezeigt? Vielleicht muss er ja pinkeln. Ja, gut. Gut. Komm mal her hier. Ich pfeif mal. Ich gehe der Sache nach. Ja, komm her hier. Wir warten auf dich. Komm, komm, komm. Ich denke, der will die Sache... Auf den Kopf. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt sind sie alarmiert. Ali alarmiert. Nach einer Überprüfung. Ja, machen wir. Wart ab. Zack. Oh. Haben sie uns jetzt entdeckt? Oh, da war gut. Oh. Hatte zwar nicht, muss ich mir ansehen. Nicht angezeigt, dass wir da hin. Oh oh. Nehmen wir mal die Knarre oder Pfeil und Bogen? Komm her! Hm. Hier drüben vielleicht. Hier drüben vielleicht? Wo bist du? Mann am Boden! Du löst keinen Alarm aus. Hoffe ich mal, das war richtig so. Ressourcen sind voll. Oh. Ja, man muss auch mal warten können, ne? Okay. Ne, das ist ein Strauch da oben, der da so wackelt. Irgendwas zum Einsammeln gab es jetzt hier nicht, ne? Warte mal, wir schauen noch mal kurz auf Karte. Nein, hier gab es nichts. Alles klar. Oh, so was gefällt mir ja wieder. Müssen wir da hoch? Können wir da hoch? Aber ist schon cool, ne? Wenn man hier so... Und wie gesagt, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Bisher. Terra, beschrei das nicht. Du bist immer so manchmal so, ne, so vorlaut und sagst, ja, ja, alles gut, alles gut. Und dann auf einmal, gestorben. So, da müssen wir mal versuchen. Aber noch sind keine Feinde zu sehen. Schleich mal weiter. Ist wieder so eine Mauer. Irgendwelche Feinde? Nee, auch nichts zum Einsammeln. Gott. Okay. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls noch etwas schief laufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Genau. Ihr reagiert einfach über...